Beef bei Kreuzers. Was MMA angeht, ob man da sich wie so eine Bitch am Käfig festhalten darf. Ich komme nur, damit ich ihm erzählen kann und ihm demonstrieren kann, dass er, seine Jahre sind abgezählt. Er soll was anderes machen. Deswegen weiß ich nicht, wie er nach seiner Performance im März mich 5 Runden leiden lassen will, wenn bei ihm nach 5 Minuten die Luft raus war. Der Titel gehört mir schon lange. Menschen wie du und Islam Dulatov, die labern zu viel. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu Beef, dem einzigen Format mit dem schwarzen Tisch, präsentiert von Kreuzers. Wir sind wenige Wochen entfernt von NFC 15 am 23. September in der Grugerhalle in Essen und da kommt es zu einem der am heißesten erwarteten Rematches in der deutschen MMA-Geschichte. Wladimir Holodenko hier in Präsenz vor Ort zu meiner Rechten bekommt es ein weiteres Mal zu tun mit Florim Sendeli, der gerade in der Heimat weilt, uns deshalb per Internet zugeschaltet ist. Wir haben also heute hier eine Premiere sozusagen, einen halbdigitalen Black Table. Und die beiden werden am 23. September zum zweiten Mal gegeneinander in den Käfig steigen. Der erste Kampf war ein absoluter Kracher, ging über die volle Kampfdistanz von 3 Runden. Diesmal ist der Kampf angesetzt auf 5 Runden, denn der Weltergewichtstitel wird auf dem Spiel stehen, wird frisch ausgelobt, also gibt es jede Menge zu besprechen. Und ich freue mich sehr auf diesen Black Table. Erstmal vielen Dank, dass du heute hier bist. Wo war? Sei gegrüßt. Hallo auch an dich, Florim. Schöne Grüße zu dir. Du sitzt gerade in Albanien, hast einen Übersetzer bei dir sitzen, der uns hier ein bisschen helfen wird. Und ihr beide werdet noch einmal gegeneinander in den Käfig steigen. Ich habe es gerade schon gesagt. Der erste Kampf war ein Unentschieden und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, mit dem Urteil wart ihr beide unzufrieden. Das heißt, Frage an euch beide, ich fange vielleicht mit dir an, wo war, da du gerade hier sitzt. Was ging dir durch den Kopf, als dieses Unentschieden verkündet wurde? WTF? Ich meine, da gibt es ein cooles Bild, wo Florim auf den Boden geht und froh ist, dass es keine Niederlage wurde. Und ich nach hinten gucke und denke mir so, hey, was ist gerade passiert? Wieso? Weshalb? Also ich meine, ich verstehe, die erste Runde gehört ganz klar ihm. Es wird aber keine 8-10-Runde sein, weil da nichts außer so Hinterkopfschläge waren, da war nichts Besonderes. Die zweite Runde ist halt schwer zu werten, weil es hoch und runter ging. Mal hatte er mich, mal hatte ich ihn. Da ist, glaube ich, so das Zünglein an der Waage. Aber in der dritten Runde hatte der einen Fan als Referee bei sich, der ihm einfach gefühlt 10 Wiedereinstiege gegeben hat und ihn immer wieder gerettet hat und nicht dazwischen gegangen ist. Und so hat der sich halt über den Käfig rüberrollen können. Deswegen war halt für mich dann die letzte Runde mindestens 10-8, die zweite Runde für mich und die erste für ihn, eine deutliche. Kann man auch anders sehen, kann man sagen, 2 ihm, 1 mir. Dann frage ich mich, wie er seinen Sieg überhaupt sieht und wo. Florim, dann die Frage an dich. Was ging dir durch den Kopf, als du das Urteil gehört hast und was sagst du zu seiner Einschätzung vom Kampf? Also Florian sagt gerade, dass ich habe es selber nicht verstanden. Die erste und zweite Runde habe ich glasklar gewonnen. Also die dritte war so, aber erste und zweite eindeutig gewonnen. Und ich habe es selber nicht verstanden, was passiert ist am Ende. Konnte nicht glauben, dass ein Unentschieden war. Jetzt war mir als Zuschauer, als Kommentator, vor allen Dingen aber als Fan, der ich ja auch bin, nach diesem Kampf eigentlich direkt klar, dass brauchen Rückkampf. Und das hat eigentlich auch der Großteil der Fans so gesagt, weshalb wir natürlich relativ schnell versucht haben, diesen Kampf auch zu machen. Als wir direkt im Nachgang mit dir gesprochen haben, Bova, hast du gesagt, naja, ja, müsste man vielleicht schon irgendwie machen, aber so richtig Bock habe ich jetzt gerade aktuell noch nicht drauf. Als der Kampf dir dann angeboten wurde, hast du aber sehr schnell ja gesagt, im Prinzip sofort. Bist du froh, dass es diesen Rückkampf jetzt gibt? Ist deine Rechnung offen? Willst du das klären? Ist das dir ein Bedürfnis? Oder ja, ist das ein Kampf wie jeder andere? Also im Endeffekt ist es eine Rechnung, die offen ist. Ich meine, ich glaube, ich bin der Einzige in Deutschland, der 2 Unentschieden hat. Ich glaube, ich habe noch keinen gefunden. Es stört mich auf jeden Fall. Vor allem, dass man halt so, ich weiß halt nicht, wie das Regelwerk in Albanien ist, was MMA angeht, ob man da sich wie so eine Bitch am Käfig festgehalten darf, ob man dann die Leute, wenn man die halt nicht choken kann, dann auf den Nacken schlägt oder so, dass vielleicht bewusstlos wird, ich weiß es nicht, ja. Aber das ist, was mich am meisten getriggert hat, dass der Ref in der ersten Runde gar nichts dagegen gemacht hat.
Ich habe auch einen Einspruch eingelegt, ich habe auch eine Mail dafür bekommen, die mir erlaubt, Sendeli im Rückkampf auf jeden Fall auf den Hinterkopf zu schlagen, solange er dabei nicht K.O. geht. Inwiefern? Da stand eine Aussage wie, die Schläge auf den Hinterkopf waren nicht kampfentscheidend, also darf ich die auch ranbringen. Und ich weiß, die haben von der Gem auf eine Mail? Ja, natürlich. Ich weiß, dass die Schläge nicht kampfentscheidend waren. Trotzdem sind es Schläge, die einen beeinträchtigen, auf die man aufpassen muss. Man kriegt Schläge von hinten, man muss aufpassen. Während man geschlagen wird, muss man auf den Choke vielleicht aufpassen. Wäre natürlich ein Tick einfacher gewesen. Ich sage jetzt nicht, dass der Kampf nur deswegen so war. Aber natürlich auch die ganzen, er hat sich ja mit allem im Käfig festgehalten, mit dem, was er konnte. Mit Händen, mit Füßen, mit Zehen. Das Einzige, was fehlt, ist im September, dass er da noch mit den Zehen reingeht. Dass er sich festbeißt. Wir gehen da sofort drauf ein. Vorher vielleicht nochmal die Frage, die ich dir gestellt habe, auch an Florim. Florim, alle hatten eigentlich sofort Bock auf den Rückkampf, nachdem dieses Unentschieden erklärt wurde. Wir haben dir den Kampf angeboten, es hat aber ein bisschen gedauert, bis du zugesagt hattest. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, weiß ich nicht, du hattest erstmal keinen Bock darauf. Du warst auch sehr, sehr verärgert nach diesem Kampf, bist direkt aus der Halle nach Hause gefahren, was, denke ich, auch irgendwo verständlich ist nach einem Unentschieden. Wolltest du diesen Rückkampf? War es dir ein Bedürfnis, das zurechtzurücken? Erklär mal so ein bisschen, was in dir vorgegangen ist. Also, das Problem war, ich war mir 1000% sicher, dass ich gewonnen habe. Und ja, ich bin nach Hause gegangen und hab gesagt, also die mögen mich nicht. Diese Schiedsrichter, die hassen mich oder so. Und deshalb habe ich so gezögert und habe gesagt, das läuft so nicht. Ich hasse sowas. Und deshalb habe ich nur gezögert, also nichts anderes. Das war einer der Probleme. Ich wollte einfach nicht wieder in den Käfig gehen und jemanden vermöbeln und die Schiedsrichter sagen, nein, das war ein Unentschieden. Also klar ist klar, ich habe gewonnen und jeder weiß es, er weiß es, seine Trainer wissen es, jeder weiß es. Also was kann ich dazu sagen? Also ich unterbreche dich, ich will wissen, wen er vermöbelt hat. Denn er sah am Ende wie Hackfleisch aus, nicht ich. Und ich weiß nicht, wie er sagen kann, dass die Schiedsrichter ihn nicht mögen. Wenn der da sich wie so ein Klammeraffe an den Käfig halten darf, er wird da nicht mal einen Punktabzug bekommen, wenn er es mehrmals gemacht hat oder eine Ermahnung und er darf mir auf den Nacken schlagen, da passiert gar nichts. Also weiß ich nicht, wie er davon reden kann. Ich glaube, das wurde ja jetzt parallel auch übersetzt, sein Einwurf. Und Wladimir hat jetzt auch in seinen vorherigen Antworten ein, zwei Mal ein paar Hinterkopfschläge angesprochen, ein, zwei unerlaubte Aktionen, Festhalten am Käfig, glaube ich, hattest du erwähnt. Was nicht geahndet wurde, möchtest du dich dazu äußern? Ja, also meine Meinung ist, diese Schläge waren nicht im Hinterkopf. Der Schiedsrichter war einen Meter entfernt und der ist nicht blind, glaube ich, auch. Und der könnte irgendwas gesagt haben, aber hatte nicht. Also, und er weiß, dass diese Schläge nicht im Hinterkopf waren. Also der weiß es. Und wozu ist der Schiri da? Aber der hat zu viel aufs Maul gekriegt und deshalb sagt jetzt, der weiß nicht, von wo die Schläge gekommen sind. Du hast vorher gesagt, er hat eher Bauern-Kickboxen. Wie schätzt du jetzt, nachdem ihr drei Runden gekämpft habt, Frage an dich, Florim, sein Striking tatsächlich ein? Ja, also um ehrlich zu sein, ich habe wirklich mehr von ihm erwartet. Also im Striking sehr mehr erwartet. Aber leider war er der Bauer im Kickboxen und ich war der Bauer im Wrestling. Aber trotzdem denke ich, dass er aufs Maul gekriegt hat, in beiden, im Boden und im Striken so. Du hast, wir haben ja schon nach der Veranstaltung mit dir gesprochen, wo wir im Podcast in Dortmund damals, und du hast gesagt, sollte es zum Rückkampf kommen, wäre das für dich an sich kein Thema, weil du, nachdem du jetzt gegen ihn gekämpft hattest, ihn nicht mehr so stark einschätzt wie vor dem Kampf, als du ihn nur aus den Videos kanntest. Mhm. Bleibst du dabei und woran machst du das fest? Ja, ich bleib dabei. Seinen härtesten Kampf oder seinen längsten Kampf vor mir hatte der mit Montana. Da ging es in die zweite Runde, dritte Minute oder sowas. Davor hat er starke Jungs auch vorher gefinisht. Ich kann mir nicht erklären, warum, weshalb, weil wir alle kennen den Knockout von ihm gegen Nosso Pedro.
Was aber auch nicht schwer ist, wenn noch so Pedro wie so ein Klotz durch die Gegend steht und auch nicht sieht, dass er da von Bagdad aus ausholt. Ich meine, die Schläge haben wir gesehen. Ihr könnt die Szene ja auch einblenden mit dem Hinterkopfschlag, mit dem, wie er schlägt und durch die Gegend fliegt, weil er mich nicht trifft, weil das einfach viel zu weit vorher schon anzeigt und zeigt. Ja, mein Kickboxen war nicht auf dem Level, so wie es sein sollte. Da kann man da gar nichts sagen. Ich will mich da nicht gut reden oder so. War nicht so, wie es sein sollte, wird auf jeden Fall verbessert und er wird es auf jeden Fall im September sehen. Das wird ganz anders für ihn laufen. Jetzt hat Florian gerade gesagt, die Hinterkopfschläge hast du vielleicht falsch wahrgenommen, weil du so viel abgekriegt hast oder so viel auf die Mütze bekommen hast. Tatsächlich gab es aber in der dritten Runde ja eine Szene, wo ich sage, ja, du zeigst gerade ein Foto von Florian in die Kamera, können wir sicherlich dann auch nochmal einblenden. Ja. Was man dort sieht, die blauen Flecken, das blaue Auge, das ist in dieser Szene entstanden, die ich anspreche. Dritte Runde, du hast Mount, lange Mount auch, landest ein paar gute Treffer, Ellbogen, Fäuste. Also das war jetzt auch nicht dieses, was man kennt, wenn die Kämpfer versuchen zu finishen, so ein bisschen auf die Deckung trommeln, sondern das waren wirklich gute Hände, die durchgekommen sind. Und meine persönliche Einschätzung ist, ich glaube, da hat Florian auch ein bisschen Glück gehabt, dass er einen erfahrenen Oldschool-Referee wie Jan Wobornik an der Seite dort hatte, der den Kämpfern sehr, sehr viel Zeit gibt, zurückzukämpfen. Ich persönlich finde das auch gut. Ich denke, ihr seid Profis, gerade da oben an der Card sollte man den Lungs Zeit geben. Dennoch die Frage, glaubst du, dass man das hätte eher abbrechen müssen und glaubst du, dass er da einfach ein bisschen Glück hatte durch den Ref? Ja, ich glaube, dass er auf jeden Fall in dem Moment Glück hatte durch den Ref. Einfach aufgrund von, wenn man diese Sequenz nimmt, ab dem Moment, wo ich auf seiner Mount sitze und anfange mit den Ellenbogen, und ich meine, die Ellenbogen, wie du sagst, die kamen jetzt nicht irgendwie so Larifari, sondern da habe ich Körpergewicht reingesetzt. Also ich meine, meine Ellenbogen haben selber danach wehgetan. Und eine intelligente Verteidigung, vielleicht ist es bei ihm im Gym eine intelligente Verteidigung, seine Hände wie so Spaghetti durch die Gegend zu werfen und die Dinger mit dem Gesicht zu fangen, kein Problem. Aber intelligent war es nicht. Selbst eine Doppeldeckung zählt ja nicht als intelligent. Selbst wenn man eine Doppeldeckung 3, 4, 5 Mal trifft, wird ja abgebrochen. Er hat die Schläge nur mit seinem Gesicht genommen. Ich meine, sein Kopf lag auf der Matte. Das zeigt ja irgendwo, dass er erschöpft ist, dass er nicht mehr kann und dass er sagt, ey komm, ich nehme die Dinger und hauptsächlich die Zeit irgendwie rum. Und da hat Jan Wobornik ihn auf jeden Fall gerettet. Wie sehr warst du in Gefahr, Florim, in dieser Szene? War es so gravierend, wie es Vladimir gerade dargestellt hat? Ich war nicht am Leiden, wie der sagt. Also ich habe alles gesehen. Ich habe den Ref gesehen, ich habe ihn gesehen. Natürlich war ich erschöpft. Das hat jeder gesehen. Aber trotzdem, ich war bei Bewusstsein. Und in dem Moment, wo es kritisch war, habe ich reagiert. Das bedeutet, ich war intelligent, mich zu bewegen. Also es ist nicht mein Problem, dass der Schiri nicht dazwischen gegangen ist, weil der hat irgendwas von mir gesehen. Deshalb ist er nicht dazwischen gegangen. Und ich denke, ich habe mich sehr, sehr gut reagiert und bin daraus rausgekommen. Jetzt hast du gesagt, Florim, im ersten Kampf war dann tatsächlich doch er der Bauern-Kickboxer und du dafür der Bauern-Ringer, so hast du es formuliert. Was wirst du im zweiten Kampf anders machen, um zu verhindern, dass er nochmal in so eine Mount-Position kommt? Weil wahrscheinlich wird Jan Wobornik beim nächsten Mal nicht wieder der Ref sein und es ist gut möglich, dass ein anderer Referee bei so einer Szene vielleicht eher dazwischen geht. Wie kannst du es vermeiden, dass er dich nochmal mountet? Also meine Meinung ist, Holodenko kann in mir im Mount gehen, nur wenn wir einmal so zum Spaß trainieren. Das ist das letzte Mal, dass er Mount von mir gehabt hat. Und also, und was vom Kickboxen und das andere angeht, ich trainiere hier gerade mit Champions im Kickboxen. Champions in Wrestling. Und ich hau die weg. K.O., Wrestling und alles. Ich möchte sehen, was der so drauf hat, weil der labert viel. Und ich werde mein Kickboxen, mein Wrestling jetzt richtig so hart bringen an ihn. Das werden 5 Runden sein und er wird so richtig leiden. Ich will, dass er leidet dieses Mal. Und es ist mir egal, welcher Schiedsrichter das ist. Ich werde ihn finishen. Das ist eine klare Ansage und Florim spricht da natürlich eine wichtige Sache an. Der Kampf ist jetzt zwar noch nicht so lange her, der erste, aber ihr entwickelt euch natürlich trotzdem rasant weiter. Ich finde, jedes Mal, wenn man euch gesehen hat, gab es da eine Entwicklung. Er ist jetzt in Albanien, trainiert mit starken Leuten. Du trainierst inzwischen regelmäßig im MMA Spirit. Wir haben uns gerade vor dem Black Table schon unterhalten. Du sagst, die Fortschritte sind toll. Was wird im zweiten Kampf anders laufen als im ersten?
anders wird laufen, einfach nur, dass die Basis schon ganz anders ist. Ich meine, ich trainiere seit 3 Jahren ohne Trainer. Ich habe zwar einen Grappling-Trainer, aber den Rest mache ich alleine. Ich habe keinen MMA-Trainer, ich habe keinen Kickbox-Trainer. Meine Sparringspartner sind alle 10 Kilo leichter wie ich, die sind jünger wie ich, haben weniger Erfahrung. Und deswegen habe ich auch nicht die Qualität, die ich eben für dieses Niveau bräuchte. Das ändert sich jetzt einfach aufgrund, dass ich im MMA-Spirit bin und dass ich da einfach Leute habe, die schwerer sind wie ich. Manche sind besser im Striking, andere im Grappling, andere wie Stefan, wie Christian, wie Balewski, die sind einfach schwerer und auch noch erfahrener, zum Beispiel mit Christian und Stefan, mit denen ich auch dann regelmäßig trainiere. Und deswegen weiß ich nicht, wie er nach seiner Performance im März mich 5 Runden leiden lassen will, wenn bei ihm nach 5 Minuten die Luft raus war. Ich meine, März und September ist jetzt nicht allzu viel Zeit. Kleiner Reminder, er hat sich für Dezember einen Titelkampf vorbereitet. Das heißt, er war fit. Er hat dann einen neuen Gegner angenommen, der dann auch rausfiel, ich glaube wegen ärztlichen Attest oder sowas. Auf jeden Fall war er fit zu dem Zeitpunkt. Das heißt, dann Silvester, Januar hin und her. Und er wird wieder unfit, bereitet sich auf mich vor und hält keine 5 Minuten durch. Also das ist, ich weiß halt nicht, was er ändern will in weniger Zeit. Also der Vorwurf da war jetzt gerade, Florim, dass dir die Puste ausgegangen ist in diesen 3 Runden. Ich finde, man hat tatsächlich gesehen, dass du in der 3. Runde weniger gemacht hast, langsamer geworden bist, ein bisschen konditionelle Probleme hattest. War die Kondition ein Problem in diesem ersten Kampf? Weil diesmal wird es ja über 5 Runden dann gehen. Ohne Kompass und mit Weight Cut. Ich habe ja so ein Jahr gedreht. Ich dachte, die Dunkelswitsche kamen doch am Bett. Scheiße. Ich hatte den schwersten Weight Cut meines Lebens. Das war sehr schlimm. Deshalb denke ich, ich war so aus der Puste. Wird nicht mehr passieren. Ich trainiere gerade in Albanien mit 1800 Metern Höhe. Mit über 40 Grad so Celsius im Gym. Mit Thailändern und mit allen möglichen Kämpfern. Und ich finishte die. Also jetzt wird er sehen, was passiert wird. Also das wird ein richtiger harter Kampf für ihn. Also ich sag's noch einmal, dieser Cut hat mich wirklich fertig gemacht. Jetzt bin ich schon fast im Gewicht. Ich bin so gut gerade. Ich glaube nicht, ich werde einen Cut brauchen. Also wird perfekt gehen. Ihr habt Bock auf Beef? Ich hab's euch gesagt, Mann, der hat was mir gehört. Meins! Ab jetzt ist Primetime bei Kreuzers und NFC. Pound for Pound, das beste Fleisch, Fisch, Gemüse mit einem Angebot, das reinhaut. Mit dem Code MMA gibt es die Prime-Mitgliedschaft im Wert von 99 Euro komplett umsonst. Als ob mir gleich die Tränen kommen. Als Prime-Mitglied bekommt ihr bei Kreuzers dauerhaft 20% auf alle Lebensmittel. Kreuzers und NFC, das perfekte Matchup. Also ab auf kreuzers.eu, Code MMA eingeben und zuschlagen. Und Kakarov ist abgeklingelt! Glaubst du, dass es ein Vor- oder ein Nachteil für dich ist, dass der Kampf jetzt 5 Runden dauern wird? Also ich denke, 5 Runden sind besser für mich. Ich will mich auch selber testen, aber ich will ihn testen, wenn er so leidet für 5 Runden. Ich will sehen, wann er sagt, ich will nicht mehr. Das will ich sehen. Dieser Moment, dass ich sagen könnte, ich will nicht mehr, kommt gar nicht, weil du kommst nicht nur in mein Land, du kommst auch noch in mein Wohnzimmer, okay? Also wenn dann einer leiden wird, dann du. Und wir haben schon gezeigt, dass du gelitten hast. Ich muss sagen, du bist ein Kämpfer, du hast Herz, sonst hättest du aufgegeben. Also ich will jetzt hier nicht irgendeinen Scheiß erzählen, dass er kein Herz hat und sonst irgendwas. Ich verstehe, dass dein Weightcut hart war, dann würde ich dich an die Ernährung setzen, weniger Burdock essen und einfach ein bisschen härter trainieren, dann läuft der Lachs auch. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, wie du mich 5 Minuten lang quälen willst, wenn du dich selber gequält hast im letzten Kampf. Und ob du jetzt auf 1800 Meter Höhe trainierst oder keine Klimaanlage im Gym hast, weil da 40 Grad sind, ey, tut mir leid, wird dir nichts bringen. Glaubst du, selbe Frage an dich, dass die 5 Runden für dich eher ein Vor- oder Nachteil sind. Du bist ja im ersten Kampf hinten raus eher stärker geworden. Er hat ein bisschen abgebaut. Oder wird es wahrscheinlich keine Rolle spielen, auf wie viele Runden der Kampf angesetzt ist, weil es eh nicht über die Zeit geht? Also
ich bin, wie gesagt, in vielen Interviews sage ich, ich bin kein Freund davon, ganz kurze Kämpfe zu haben, eine Minute zu kämpfen oder weniger, weil ich einfach sage, ich habe keine Lust, 8 Wochen Vorbereitung zu investieren für eine Minute, sondern ich weiß, wir werden bezahlt für eine Minute, für 15 oder 25, die Gage ändert sich nicht. Aber was sich ändert, ist die Erfahrung für mich selber, mal in einer schlechten Position zu sein, mal in einer guten Position zu sein, mal weniger Luft zu haben und dann zu sagen, hey, scheißegal, wie angeschlagen ich bin oder wie hart das gerade ist, ich ziehe das durch, es sind noch 5 Minuten, dann ist es auch gut. Bei mir ist das Problem, dass ich halt ab und zu halt penne einfach in der ersten Runde. Man muss sagen, man sieht es mir auch an, ich komme in den Käfig und ich fange an, im Käfig zu gehen, als würde ich den langweiligsten Film meines Lebens schauen, weil ich einfach tiefenentspannt bin und so fange ich den Kampf auch an. Und sobald er mich dann vielleicht 1, 2, 3 Mal getroffen hat oder ich merke, okay, jetzt wird's so, fängt langsam an Spaß zu machen, dann wache ich halt auch auf. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass 5 Runden für mich auf jeden Fall vorteilhaft sind, weil ich habe nicht so viel Druck, ist schnell zu finishen. Ich habe auch gar kein Problem, wenn der Kampf 25 Minuten geht. Die Frage ist halt, ob er ein Problem damit haben wird. Du hast gesagt, der zweite Kampf wird nicht über die Zeit gehen, du möchtest ihn finishen, Florim. Was genau wird in diesem zweiten Kampf denn anders laufen? Die Frage habe ich vorher ja auch schon gestellt. Und wie genau wird dieses Finish aussehen? Er wird ein Geschenk von mir haben. Der hat selber gesagt, am Ende der 3. Runde hat er mich fast gefinisht. Aber er weiß selber, in welchem Moment er kritisch war. Und dieses Mal werden ihm die Sekunden nicht helfen. Und ich denke, ich werde ihn sehr, sehr überraschen dieses Mal. Sehr überraschen. Also ich will nicht sagen die erste, zweite Runde, aber es wird eine Überraschung für ihn kommen. Sag mir mal, in welcher Runde du mir gefährlich warst. Also in der zweiten war ich sehr gefährlich für dich. In welchem Rear Naked Choke warst du gefährlich? Du hast mich in dem Rear Naked Choke höchstens 2 Sekunden gehalten und dann war das Ding auch wieder vorbei. Du hast 4 Minuten lang gebraucht in der ersten Runde. Wir waren trocken. Es war easy. Du warst voll mit Kraft. Ja? In der zweiten Runde, okay, du hattest halt kurz meinen Rücken. Ich habe mich halt kurz gedreht und war dann wieder in der Guard. Du hast nie einen gefährlichen Rear Naked Choke ansetzen können. Das weißt du selber. Du kennst dich selber und du weißt, was passiert ist. Also ich glaube, ich will dir nicht, also du weißt tief in deinem Herzen, wann es kritisch für dich war. Richtig, du weißt es nicht, du weißt nicht, wann es kritisch war, weil es einfach nicht war. Das ist einfach Fakt. Ja, aber es wird kritisch sein jetzt. Glaub mir, es wird sehr kritisch sein. Jetzt war, Florian, dieser erste Kampf ja schon ein sehr, sehr großer, ein sehr, sehr wichtiger Kampf. Wir haben lange überlegt, ob wir das Ding schon zum Titelkampf machen, aber es war zumindest ein Titelcontender. Und Wova hat es gesagt, er ist tiefenentspannt. Er kam da rein mit einer Chipstüte, hatte kein Trainerteam dabei und so weiter. Glaubst du, dass er das vielleicht ein bisschen auch zu locker genommen hat oder vielleicht immer noch nimmt? Ja, der sagt, ich hatte keine Trainer, ich hatte Dings das. Also ich bin von Mazedonien in den Planet Ita gegangen und ich habe für ihn trainiert, für 2 Monate habe ich mit ihm trainiert, also mit richtigen Profis, nur 2 Monate. Und habe ihm einen richtigen harten Kampf gegeben, der trainiert schon seit Jahren. Ich mache das so, ihr wisst, wie lange ich das mache. Und ich brauchte nur 2 Monate zu trainieren, damit ich ihn leiden lassen kann. Und jetzt trainiere ich mit härteren Menschen. Menschen, die in Training kommen, mich zu finishen. Und ich finische die. Und der sagt irgendwas über Trainer. Ich brauche keinen Trainer. Ich bin so aufgewachsen. Ich lass einfach meine Flasche irgendwo in der Ecke und komme und kämpfe mit denen. Keine Trainer dabei. Aber ich laber sowas über Trainer nicht. Der macht es, weil niemand fragt dich, ob du kämpfst oder der Trainer. Also jeder weiß, dass du kämpfst. Also niemand fragt dich, wo du trainierst, mit wem oder was. Du wirst kämpfen. Kein Trainer wird für dich kämpfen. Du brauchst keine Flasche, um zu kämpfen. Du brauchst nicht Wasser, um zu kämpfen. Du musst einfach kämpfen. Er macht wenig Sinn, was er sagt, aber okay. Was ist euch wichtiger bei diesem Rückkampf? Also das Ding ist ja jetzt, wie gesagt, diesmal um den Titel. Wahrscheinlich hätte man das schon beim ersten Mal so machen sollen. Geht es euch da eher um diesen Titel, dass man sagen kann, alles klar, bestes Weltergewicht hier in Deutschland? Oder
geht es euch eher um diese Revanche? Boba. Ey, von mir aus, ich sag euch ehrlich, nehmt den Titel weg, macht daraus 10 Runden oder only finish, dass einfach nur Submission K.O. ist und wir kämpfen so lange, wie sein muss. Ich biete das an, ich habe das schon anderen Leuten angeboten, dass sie das für mich verhandeln. Geht halt leider nicht, weil wir die GameOff-Regeln haben müssen. Ansonsten wäre ich bereit dafür, 10x5 Runden zu kämpfen und der Titel juckt mich eigentlich nicht. Ich meine, ich weiß, er ist vakant und klar ist das auch ein bisschen Statussymbol, wenn man Weltergewichts-Champion bei der NFC ist, Titelverteidigung hin und her. Aber ich war einfach selber nicht ganz überzeugt von meiner Leistung und Performance, was ich an den Tag gelegt habe in Dortmund. Und ja, was soll ich machen? Also da steht eher die Revanche im Vordergrund, Florian, bei dir? Ja, und der Frau Schröbel ist mir gerade so schon gekommen. Also, der Titel ist mir scheißegal. Ich komme nur, damit ich ihn erzählen kann und ihn demonstrieren kann, dass er, seine Jahre sind abgezählt. Er soll was anderes machen. Und solange diese Wörter, die er sagt, ganze Zeit, die machen wir nichts. Also was Schmerz bedeutet, sind Schläge. Keine Wörter für mich. Der soll labern, wie viel er will. Ich komme, um Schmerz zu geben und zu bringen. Also, und nimm den Titel weg, wie ihr gesagt habt. Ich will ihn einfach vermöbeln und der soll einfach diesen MMA-Sport einfach verlassen. Ist genug für ihn. Dafür, dass es dir nicht um den Titel geht, hast du sehr oft Max Mertendorf angebettelt. Max, give me belt, Max, give me belt. Diesen Satz hast du auswendig gelernt, oder? Der Titel ist ja para just at muilo desh me mal. Weil ja persona chefoni versus du sicus Islam Dulatov. Der Titel gehört mir schon lange. Menschen wie du und Islam Dulatov, die labern zu viel, deshalb Menschen verzögern, dass ich den Titel nicht habe. Also für mich, ich bin schon der Champ schon lange. Ja, er schuldet mir noch 10 Liegestütze. 10 Liegestütze? Der Junge da schuldet mir noch 10 Liegestütze. Warum oder? Das? Der Junge ist zu spät zur Waage erschienen und laut Regelwerk stehen mir 20%, also dementsprechend 20 Euro von seiner 100 Euro Gage an. Stimmt. So, und die Liegestütze, ich habe ihm dann gesagt, hey, ich weiß, du bist ein Bauern-Kickboxer, da ist nicht so viel Geld in der Tasche, damit du deinen 20 behalten darfst, sollst du in der ersten Runde 10 Liegestütze machen. Ich bin ihm entgegengekommen, das zeigt einfach, dass ich nicht sein Geld haben will, damit er nicht dann irgendwas, keine Ahnung, Erde essen muss. Deswegen, die Frage ist halt, wo die 10 Liegestütze bleiben und wann die kommen. Und das Problem ist halt, da das ja schon so lange her ist, sind da mittlerweile schon Zinsen angefallen, wir sind schon bei 20. Er weiß, dass er nach dem Kampf maskenmäßig ist. Der hat mich beleidigt im Kampf. Und nachher ist er gekommen und hat gesagt, ja, ich habe dich beleidigt und ich brauche 10 Liegestütze nicht. Hast du ihm die erlassen sozusagen für die Beleidigung? Nein, das stimmt. Aber was ich gemacht habe, er hat es ja nicht verstanden. Und er kann Deutsch, er versteht ja Deutsch nicht, deswegen bin ich zu ihm hin und habe gesagt, hey, im Endeffekt ist dann immer noch Respekt. Unsere Wege haben sich einfach gekreuzt und mich hat einfach nur gestört, dass der Ref nichts gemacht hat, obwohl ich mich beschwert habe und er weiterhin auf meinen Kopf, Nacken geschlagen hat oder Hinterkopf. Ja, da ist mir ein Wort ausgerutscht und einfach, damit es für mich fair ist, bin ich zu ihm in die Kabine und habe gesagt, hey, du hast deinen Mann gestanden, ich habe meinen gemacht. Sorry dafür, was ich gesagt habe. Er wusste nicht mal, was er gesagt hat. Ich habe es ihm dann gesagt. Sein Freund hat ihm übersetzt. Damit war es gegessen. Es ist einfach nur eine Sache von mir, dass ich einfach ehrlich und fair bin und nicht da irgendwo hinten rum das erfährt. Und genau. Aber die 10 Liegestütze, die sind immer noch offen. Mittlerweile sind wir bei 20. Ich meine, du kannst sie ja splitten. Machst in der ersten Runde 10, in der zweiten 10. Da hast du deinen Mann gestanden. Also mal sehen, ob wir die Liegestütze noch sehen. Meine Herren, es ist Tradition bei uns, dass den Gästen das letzte Wort gehört. Falls ihr noch etwas loswerden möchtet, dann bitte, Florim, du hast den weiteren Weg sozusagen über den digitalen Äther. Falls du noch etwas loswerden möchtest, dann bitte. Florim sagt, ich erwarte ganz Deutschland im Kampf und viele mehr. Und ja, was soll ich sagen? Der soll sich warm anziehen. Der soll sich warm anziehen. Es ist schon Sommer, aber der muss sich wirklich warm anziehen. Ich habe eine Überraschung für ihn. Hast du noch ein letztes Wort? Ich hoffe, dass ihr zahlreich erscheint, dass die Halle voll wird, dass es wieder 40 Grad da drinnen werden, damit er sich wohlfühlt, wenn er verliert, weil wird ja auch in seinem Gym gechoked. Ansonsten, ich repräsentiere ab September das MMA Spirit, trainiere endlich mit guten Trainingspartnern und ihr könnt einfach einen neuen, besseren
wo wir erwarten, wie ihr davor schon hattet. Und ansonsten, ich hoffe, dass er da ist. Ich hoffe, dass er pünktlich sein Gewicht macht, damit ich ihm nicht nochmal 10 Liegestütze aufdrücken muss, weil, ja, ansonsten muss ich an sein Geld ran. Also, wer Liegestütze macht und wer den Titel mit nach Hause nimmt, das erfahren wir am 23. September in der Grugerhalle in Essen, NFC 15, Weltergewichtstitelkampf zwischen Fördim Sendeli und Wladimir Holodenko. Dazu gibt es einen Bantamgewichtstitelfight zwischen Max Holzer und Maurice Adorf. Wir haben ein Hassduell zwischen Daniel Agaye und Benny Bayrami. Ein Schwergewichtskracher und eine der fettesten Cards des Jahres. Also holt euch eure Tickets unter fighting.de/tickets. Wer zu Hause bleiben muss, guckt sich das Ganze wie immer bei Fighting auf YouTube an. Das war's von uns für heute. Meine Herren, vielen Dank an dich, Florim, in Albanien. Vielen Dank auch Arjan fürs Übersetzen. Vielen Dank an dich, Wladimir, dass du hier heute vor Ort warst. Und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Das war unser erster halbdigitaler Black Table, das auch noch mit Übersetzer. Hat doch ganz gut funktioniert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Ansonsten bleibt uns gewogen, macht's gut und haut rein. Ciao. 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 Holodenko, ciao. Ciao, Florim. Inshallah, du kommst vorbei, ja? Also, salam alaikum. Salam alaikum.